Hallo miteinander und willkommen zurück zu The Iron Oath mit Torin Gent. Wir gehen jetzt wahrscheinlich nach Süden. Ich wollte aber vorher nochmal gucken, ob wir noch, vielleicht nochmal so eine Patrouillengeschichte hier mitnehmen können. Die stellen hier Steine her. Hm. Da haben wir eh schon 4. Gut, dann lassen wir es erstmal liegen. Warte mal, kurz in die Inn. Guck mal, jetzt gibt es sogar Level 2 Leute hier. Ha. Das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Ja, das Spiel braucht auch tatsächlich mehr verschiedene Klassen. Das ist auch so eine Sache, die ich glaube ich das Ganze hier noch viel besser machen würde. Patrol for Void Spawn in the area. Hm. Okay, ich würde fast sagen, dass das alles eher uninteressant ist. Sylvan has gone missing. Weißt du was, dann gehen wir einfach hier runter. Nach Talissa. Ist da irgendwas unterwegs noch, was interessant wäre? Nee. Ja, komm. Gehen wir los. Okay, okay. Wir bereiten uns gerade auf die Nachtruhe vor hier. Schön, es ist kalt. Alaric sagt, er hat darüber nachgedacht, über unsere Lage. Die schwarze, also die Black Skull, zu bekämpfen, wird nicht einfach werden. Naja, jetzt wo wir wissen, dass Torin Gedrick hat, haben wir allerdings keine Wahl. Schaut zu Kalu. Dessen Blick auf dem Feuer fixiert ist. Wir sollten aber vorsichtig sein und uns eher nicht beeilen. Ich werde das Ganze nicht bestreiten, sagt Kalu. Wird Gedrick auch nicht helfen, wenn wir dann rushen und dann uns erledigt werden auf dem Weg. Ich bin froh, dass ihr beide zustimmt, sagt Alric. Okay. Wir haben ein paar gute Soldaten hier am Start, gar keine Frage. Wir werden aber eine ganze Menge mehr brauchen. Am besten mit Erfahrung. Ja, und falls die anderen alten Freunde nicht mehr Informationen für uns haben als der Jäger, wird es eine Weile dauern, bis wir die überhaupt finden, die Black Skull Leute. Naja, egal wie es kommen wird, wir werden eine ganze Menge Zeit haben, unsere Stärke weiter aufzubauen. Ja, und den Inos und Nyras Teil des Loots, den sie uns abgenommen haben, auch noch natürlich uns zurückzuholen. Gar keine Frage. Gehen wir. Oh, der Krieg hat geändert und Yorston hat gewonnen. Hat hier dann the war ended. Sometimes in the of these times there are extra odd jobs where we store order and give. Okay. Wir könnten also extra spezielle Jobs bekommen. Weil der Krieg jetzt vorbei ist. Okay. So, die Jungs, die mir geholfen haben, haben gewonnen. Also, so ist das. So ist doch gut, hä? Oh Gott, Kansas wird schon wieder mehr Geld. So. So, wir kommen endlich mal an hier. Ab in die Stadt. So, wir sind in der Stadt von Talissa. Und, unsere Leute beginnen in der Stadt rum zu fragen, ob jemand weiß, wo Inos ist. Mit hier. Mir wurde gesagt, dass ihr Inos sucht. Und welche Intention ihr ihm gegenüber verfolgt. Okay, er sagt, dass wir den Leuten ja auf jeden Fall einen Gefallen tun würden, wenn wir uns um ihn kümmern. Was wisst ihr von ihm? Er ist in diesen Straßen hier aufgewachsen. Er war zwar eine ganze Weile lang weg, ist aber vor kurzem mit einer kleinen, mit einer großen Menge Geld zurückgekommen. Ja, so wie es aussieht, war das euer Geld, das er hier verprasst. Ja, allerdings haben er und seine Freunde das Ganze schnell tatsächlich durchgearbeitet. Drogen, Frauen und die üblichen Sachen. Sie haben aber zumal Söldnerarbeit angenommen.
meistens sogar als hilfreich bezeichnet werden, doch bald haben sie sich in einer Menge von bösartigen Banditen hier degeneriert. Naja, und jetzt werden die Leute hier bestochen, sage ich schon, ausgenommen von ihnen. Ja, sie verlangen Schutzgeld und so weiter. Okay, nicht mal die Divinas, das sind hier die Heiligen offensichtlich. Also die glauben hier dran, das ist so ein Glaubensding. Ja, ist übel, ne? Ganz klar. Ein paar von uns haben sich zusammengeschlossen, haben sie verfolgt zu ihrem Versteck. Aber weiter sind wir nicht gegangen. Okay, das heißt, wir wissen sogar, wo das Versteck schon ist. So, kurz zum Marktplatz. Ich habe gehört, Gott, haben wir eine Menge Scrap hier. Ja. Hier gibt es einfach nichts außer Wein und dem. Ich habe das Gefühl, dass die Preise für dieses Zeug, was wir da so bekommen, werden irgendwie nicht besser. So. Haben wir den Marktmensch hier ein bisschen leer gemacht, aber ist schon okay. Rebuild. Wie viele sollen wir denn haben? 18 Mitglieder. Mindestens Renown Rank 5 holen. Und zumindest einen Typ auf Level 7 haben. 769 Tage. Okay. Hier, Redlands. 550 Tage. Ein bisschen Zeit ist also theoretisch noch. Escort to Kashat, Banishing the Beasts. Was sagt denn die lokale Inn? Das müssen eine Menge Leute. So, nochmal ein Stormcaller und nochmal eine Valkyrie. Dann hätten wir von jedem zwei. Das wäre wahrscheinlich wobei wir haben auch keine zweite Huntress. Würde ich eher eine zweite Huntress nehmen. Weil die Valkyren sind so, aber wir gucken mal, ob wir jemanden auf höheren Level bekommen. Ganz ehrlich, das eilt ja jetzt nicht. Wir können hier direkt hier den Typ konfrontieren, offensichtlich. Hier unten. Medium Länge. Ja, gehen wir, warum nicht? Eros, da ist gar Steiten, wenn wir eine Karawane transportieren sollen. Oh wow, das ist sehr günstig hier. Confirm. Also, Scouting Report. Okay, krasse Biester gibt es hier offensichtlich. Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht der Ort ist, an dem wir eigentlich müssen. Und George hat ja hier auch neues Zeug. Shadow Murlock hat auch jetzt epische Geschichte hier. Und wen nehmen wir jetzt noch mit? Nehmen wir mal die Huntress, huh? Die hat ja auch einen neuen Bogen. Sehr gut gemacht. Also, Kalu, George, Shadow Murlock und Tregulia. So, jetzt seht ihr hier, ne? Haben wir natürlich mehr Platz hier, was super ist. Können wir nämlich 1, 2, 3. Eine Bandage, zwei Bandagen. Go. Und das ist ja tatsächlich ein Dungeon. Erster Kampf. Üble Viecher. Auch eine andere Umgebung mal. Cherubim Brooding und Brightmine Cup. Brightmine Cup. Ja, könnte es tatsächlich sogar klappen mit dem, als die hier oben rumkommen. Oder sie kommen halt unten rum, dann klappt es wieder nicht. Wer weiß. Wir versuchen es mal. Ja, wir warten mal. Tja, ja, hat gepasst. So, du wartest jetzt auch nochmal. Genau, mit dir gehen wir hier vor. Du ballerst hier mal mit dem Arc Lightning rein.
Der wird abbrennen bis zum nächsten Mal hoffentlich. Machen wir so, dann kriegen wir hier gar keinen Schaden von ihm. Das ist der da oben. Das ist der hier. Ich weiß nicht, wie weit der kommt. Schade. Miss. Wow. Die kommen nicht weit, sind aber ganz schön muskulös, die Viecher. Oh, 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 Crit und... Boah. Geil. Muskulös meine ich, die halten viel aus. Ah, sehr schön. Schön im Flank jetzt hier. Okay, das sieht doch ganz gut. Ein bisschen Fell gab es auch für uns. Shadow und George sind auf einem guten Weg aufzuleveln. Ah. Natürlich werden wir diesen Weg freiräumen. Der einfach nur ein Umweg war. Ach ne, guck mal, hier ist so ein bisschen eine Kiste. Okay, das nächste Mal haben wir, also beim Campen haben wir eine doppelte Chance, überfallen zu werden. Ja, öffne das Ding. Tools. Naja, okay. Die sind ja genau richtig für das, was wir hier vorhaben. Wir klettern drüber. Ganz schön ausladendes Teil hier. Ja, da ist einfach nichts mehr. Und da ist ein Kampf. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht Pech haben und ich hier gar nicht wirklich wohne. So. Ich habe wieder so eine Idee, wie wir das hier machen. Eigentlich selbes Vorgehen wie vorher auch, ja. Hoffentlich wird sich auch irgendjemand dahin stellen, ja, genau so. Nein? Hm, ja, zumindest erwischen wir einen, ha? Okay, den Blinding Strike. So, dass wir den da vollständig töten. Sehr schön. Abgewehrt. Oh, jetzt kriegen wir mal Schaden hier. Diese Typen halten echt viel aus. Fühlt aber ziemlich anfällig gegen Magie. Au. Miss. Oh. Crit. So. Erschieß ihn. Gut. Jetzt können wir, glaube ich, einmal hier Dawn Dingsbums benutzen. Fast so weit bei den Zweien. Um ihn zu heilen. Post-Mission Fatigue. Naja, was soll's. Heal ist auch super schwach. Ja, naja, wird schon reichen so. Hm. Der nächste Kampf. Mehr ominöse Viecher. Ich werde es jetzt mal gar nicht versuchen. Schätze ich.
hauen erstmal. Es ergibt sich, wenn die sich da oben irgendwie gescheit hinstellen. Naja, genau sowas meinte ich. So. Geh mal dahin. Den Pillar. So, hierhin. Dass der Dude hier mal blind. Sie wird hier immer gleich nochmal sich heilen müssen. Haben einer weniger. Der überlebt leider auch. Jetzt nicht mehr. Er ist blind, schafft es aber trotzdem zu treffen. Wow. Okay. So, habe ich. Ist das Schwert kaputt? Kann das sein? Weil so schwach war sie dann auch nicht eigentlich, ne? Okay, Shadow. Ja. Yeah. Der Power ist super niedrig eigentlich. So, was haben wir denn bei dir als nächstes? Judgment wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Single Light Damage, a single target. 2. Ja, nimm mal Judgment. Attack this immediate marked for 2 rounds. Ja, markier mal. Und George, Level 5. Was haben wir denn hier als nächstes? Self or a single ally. Increasing speed by 10 wounds. Okay, das ist ein Buff. Run along with a small heal over the next 3 turns. Apply wet terrain. Okay, das ist ein kleiner Heal. Und Tempest Lightning normally strikes 4 times. Ne, nehmen wir mal den kleinen Heal mit hier. So, und ansonsten packen wir hier mehr Insight rein. Ein Punkt haben wir noch. Increased Range. 4. Storm. Mehr Charges, was hätten wir hier? Die Strange Morale Situation. Schwer zu sagen, wenn die Zyklon ja mal irgendwie noch gar nicht. Increased Range wäre vielleicht Lightning Damage along the path. Ja, mach mal. Ich dachte, das macht er sowieso, aber offensichtlich nicht. So. Ja, witzigerweise habe ich noch kein einziges Heilding oder sowas gefunden hier. Da ist irgendwas, irgendein Encounter. Okay, wir sind einfach nur runtergefallen. Jetzt werden wir mal campen. Okay. Also. Wir machen mal Battle Hardened Ability und Restore Mind. Ja. 15%. Go. Schön. Kein Angriff. Perfekt. Dann gehen wir weiter. Ja, wenn es einen Umweg gibt, dann finde ich ihn auf jeden Fall. Das ist eins, was sicher ist. Ich bin etwas blöd hier mit dem Tarpit.
Light the tar pit on fire. Wir haben ja Flame-Based Attacks eigentlich hier. Wir versuchen wieder unser Lieblingsding natürlich. Sollte zumindest für ein paar Leute hier reichen. Was ist das denn hier? Slow. Okay. Ja, das war natürlich die Gefahr, die damit einhergeht hier. Mal den da weg. Carlo hält die erste Reihe hier. Genau, gehe hier durch, mache den kalt hier, perfekt. Den dicken Blitz noch und jetzt hier noch einen Schuss. Okay, guck mal, jetzt gab es sogar mal einen Heiltrank, sehr schön. Alles mitnehmen. Ja, Eurek, ich schätze, den werden wir dir gleich wieder geben, ha? Ja, machen wir erstmal. Aber erstmal ein paar davon. Okay, da ist das Ende. Speichern wir mal. Man weiß ja nicht, was hier kommt. Und go. Okay. Die Wind Sweeping is in your face. Okay, also das ist, eigentlich ist das eine Wüste hier anscheinend, durch die wir hier gerade laufen. Das sieht nur aus wie eine Höhle. Ja, wir signalisieren unseren Leuten, dass sie weiter vorangehen sollen. Und als wir in die Nähe kommen, kommen uns tatsächlich irgendwelche Kämpfer entgegen. Also richtige Kämpfer. Inos. Wer wagt es, hier näher zu kommen? Seine Augen erweitern sich schockiert, als sie uns sehen. Yeah, das kann nicht sein. Er schüttelt seinen Kopf und versucht die Panik loszuwerden. Dann findet er sich wieder. Wie habt ihr mich gefunden? Ja, Dämon brauchte nicht Überzeugung, um aufzugeben. So, wenn du dasselbe machst und uns sagst, wo wir Torren finden, könnten wir sogar dir einen schnellen Tod gewähren, sagt Carlo. Ines schmunzelt und schaut auf seine Crew. Ja, das weiß ich auf jeden Fall. Aber keine Sorge, meine Freunde. Diese Dinge werden euch nicht mehr länger Sorgen machen. Alles klar. Ihr denkt also, er könnte uns schlagen? Ein Duelist. Ein Forcer. Okay. Und wer ist jetzt er eigentlich? Und da hochschießen. So. Shit, ich bin eins zu weit, halt. Dann geh hier hin. So, und jetzt. So. So, brennen wir den Typ hier ab und du machst mal gleich Judgment hier. Warte. Erst Konduit auf ihn hier. Ja,
Okay, dann eliminieren wir mal sie hier. Ja, das Schwert von ihr muss kaputt sein. Das ist die einzige. Ich habe gar nicht nachgeschaut, ne, weil ich schlau bin. Wir können es jetzt eh nicht wechseln, aber. Ja, so grundsätzlich. Ja, mal den Infernal Pillar, auch wenn es nur ein Ding ist. Schaden macht es trotzdem ohne Ende. Oh nein. Mal den Blind hier. Ja, wenn ich jetzt den Cyclone hier mache. Ja, da macht der normale Angriff mehr Schaden. Och, außer wir missen natürlich. Oh, Verstärkung kommt vom Feind. Das ist nicht gut. Da kommt als nächster, deswegen kriegt er jetzt einen Schuss. Ich weiß, ob das jetzt Inos war tatsächlich. So, du musst jetzt mal ihn heilen. Schade macht er hier unten nicht. Das ist schon mal gut. Oh, das ist der eigentliche Inos jetzt. Würde ich behaupten. Outlaw Chief, yep. Outlaw Chief, ha? Huh? Nutzen mal die Zeit, um uns weiter zu heilen noch. Oh Mann. Bam. Okay. So, dann stellen wir uns mal hier auf und verminen das ganze Gebiet. So, kann ich Rainfall auf... Nee. Nicht von hier aus, leider. Da schon mal, ich will mal wissen, wie viel das wiederherstellt, tatsächlich. So, warte mal. Oder hone einfach mal. Okay. So, mach mal den Blind Strike hier. Was wir jetzt die ganzen Utility-Sachen nutzen. So, Conduit. Ja, noch ein Bleed mit drauf. Oh, Junge. Das geht aber nicht hier, du. Oh nein. Ah! Gibt er uns einen Crit? Du Schwein. Jetzt bist du blind. Miss. Noch ein Miss. Das gibt's ja nicht. Wir können jetzt alles raushauen. Oh, und das war's jetzt. Bam! Abgebrannt, der Junge. Und Trikulia Level Up. Neue Fähigkeit. Ja, die gute Overwatch-Geschichte. Two arrows in a single enemy. Da ist. Ich meine, ja. Nimm mal das mal. Und wir können noch eine Sache verbessern: Channel Speed Up. Alternativ: Sleep instead of Bleed. Eigentlich fast besser, wenn sie einschläfern, oder? Bisschen Crowd Control. Ja. Ansonsten hier nur die Fitness erhöhen. Ja, jetzt kommt noch eins dazu, aber wir sind ja schon durch. Also.
Okay, wir schauen uns in dem Fort um, was uns wo Innos Gang gewohnt hat. Einer von ihnen lebt anscheinend noch. Blut kommt aus seinem Mund raus. Carlo grunzt und schaut auf den Überlebenden hinunter. Und sticht mit seiner Lanze in das Herz des Überlebenden. Das ist mehr Gnade, als sie es verdient hätten. So, wir beordern die letzten unserer Leute, das Fort zu durchsuchen, ob wir irgendwelche Hinweise finden. Was sollen wir tun, Lord? Ganz klar wären die Leute aus Zeusa ziemlich froh, wenn wir ihnen ihre Besitztümer zurückbringen würden. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine tolle Belohnung dafür, was wir hier erledigt haben. Wir werden nur ein bisschen mitnehmen und den Rest werden wir nach Talissa liefern. Das ist schon okay. Ale, Scrap, Knightly Sword, sehr gut. Iron Lamella. Aladdin nickt. Wie ihr wünscht, Lord. Okay, lass uns hier rausgehen. Guck mal, Carlos fast Level 7. Das heißt, wir haben eine der Konditionen schon fast erreicht. Ich sag ja, das Schwert von ihr ist kaputt gegangen. Masterwork, meine Güte. Noch eine Iron Lamella. So, Refunds gibt's reichlich. So, ein weiterer Renown-Punkt. Okay. 100% mehr. Okay, und hier sind die Sachen, die wir noch mitnehmen können. Uff. Expedition Supply Lines. Medium. Mehr Kapazität brauchen wir, denke ich, nicht. Vier Contracts wären auch nicht schlecht. Ganz ehrlich, wir nehmen das Forging. Alles, was uns, sag ich mal, geldmäßig besser dastehen lässt. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch diese andere Seite hier. Das ist natürlich ein bisschen weiter weg. Ja, komm, lass uns mal dahin bewegen. Beziehungsweise, warte mal. Zeig dir mal Shadow Murloc, ne? Ja, es gab auch keine Meldung, dass das Ding kaputt gegangen ist. Aber hey, 480 ist doch schon mal nicht schlecht. Das sollte jetzt eine Weile hier dann... Wir haben eine ganze Menge Aushilfsrüstungen. Okay. Ja, ohne Waffe sind die unglaublich schwach, ne? Keine Frage. Gehen wir nach Tarham hier. Ob wir da vielleicht noch irgendwelche Ausrüstung für uns finden. Und den Rest verkaufen natürlich. Okay, wir sind in unserem Zelt und schauen uns die Umgebung an, während Dalupia dann zu uns reinkommt. Sorry, ich will nicht stören. Aber ich möchte mit euch was besprechen. Ja, was denn? Ihr kommt langsam rein und schließt dieses Ding hinter sich, das Zelt-Dingsbums. Dalupia sagt, dass ihre Tente nicht ordentlich in der Kompanie eingesetzt werden. Okay. Dalupia will mehr Action sehen. Das kriegt man hin, ha? Huh? Okay, wer war Dalupia nochmal? Dalupia wäre... Ach so, die andere Guardians. Ja, wir haben die jetzt weniger rotiert, das stimmt. Okay, also sie hat sich quasi beschwert, dass wir sie nicht eingesetzt haben. Na gut. Ich schätze, die werden wir leben müssen. Schauen wir, ob wir hier unterwegs irgendwelche Sachen noch erledigen können, wollen. Hier gibt es ein Fest. Marketplace. So, und dieses, sag ich mal, gewöhnliche Zeug können wir alles verkaufen. Ja. Ey, das ist hier offensichtlich nichts wert. Ich denke, wir brauchen keine drei davon. Nur eine mal wegmachen. Chariot Scale Gauntlets. Epische Fäustlinge. Ein epischer Bogen. Es wird ja immer besser hier.
So, wollen wir jetzt ein bisschen Weizen einkaufen. Ein Beutel Leber. Okay, das heißt, wir können den Hunting Bow verkaufen, weil wir haben ja dann eher eine Reserve. Und ja, das ist eine Wand braucht man nicht. Okay, also Bogen und tatsächlich nochmal ein Upgrade für, theoretisch für den guten Kansas. Warte mal. Willst du mich eigentlich, willst du mich jetzt fertig machen? Hat der dem ist alles kaputt gegangen? Oh mein Gott. Okay, ja, er wird jetzt nicht mehr der Schnellste sein. Aber immer hat er viel Panzerung. Dein Zeug ist aber noch da. Ja, ja. Ist auch ein normaler Borsbier in Anführungsstrichen. Hier, du hast das ja noch. Und das hält auch noch eine ganze Weile. Gut. Bei dir Gier. Zack. Ja, und der Aushilfsbogen ist ja auch noch super gut. Das Ding hält auch noch eine Weile. Das war ja fast zerstört, aber wir haben jetzt mehrmals die Sachen abgegradet. So, und du hast natürlich erstmal nichts. Ja, wir werden da immer noch die, die Sachen umschiften. In die Taverne rekrutieren. Noch ein Puglist auf Level 2 wollen wir aber nicht haben. Wollen ja dann von jedem. Also zwei. Ja, Mary, Worried Mother. Nee, nee, nee. Ich denke, das lassen wir mal bleiben. Ziehen weiter. Hierhin. Knallhart. Und dann werden wir von dort aus weitermachen. Aber nicht mehr in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Thorn.